Wenn wir die Sahaba ehren, dann ehren wir die Sahaba, weil sie auch diesen Iman praktiziert haben und verwirklicht haben in ihrem Leben. Aber wir versuchen, dass wir es so den Islam zu praktizieren oder die Überzeugung so zu haben in unserem Leben, wie die Sahaba. Ist das schwer? Zum Teil ja. Kann man? Ja, man kann. Schafft man? Man schafft. Also sollte man erstmal überzeugt sein. Aber wenn man von Anfang an das im Kopf hat, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, dann von Anfang an ist man so, da hat man sich abgestempelt, dass man nicht kann. Da wird man gar nicht versuchen. Aber wenn man von Anfang an so eingestellt ist, ich schaffe es, ich kann das, Allah wird mir helfen und ich würde das, bi'ithni ta'ala, praktizieren und alles wird gut sein, dann wirst du auch schaffen. Schaut mal, das ist auch in der Natur so, subhanallah. Obwohl jetzt, ich bin nicht so zufrieden mit dem, was Darwin gesagt hat oder was D'Alembert gesagt hat und was diese Theorie der neuen Evolution ist. Aber die haben bestimmte Punkte, die haben was Gutes gesagt. Die haben gesagt, in den Gebieten, wo die, es gab Tiere in Waldstücken. Diese Tiere, die schwach waren und die akzeptiert haben, dann wurden sie von den Stärkeren gefressen und die könnten nicht mehr bleiben. Aber die anderen, die gekämpft haben und die etwas gemacht haben, die könnten weiterleben. Der Mensch kränkt sich selber und macht sich selber Probleme manchmal, ohne dass er Probleme hat. Weil man sagt, ich schaffe nicht, ich kann nicht. Wer sagt, dass du nicht kannst? Wer sagt, dass du nicht schaffst? Hast du versucht? Hast du probiert? Nein. Okay, wie kannst du das beurteilen? Ja, sowieso kann ich nicht. Okay, das wissen wir. Du kannst nicht allein fliegen. Du kannst nicht fliegen, das stimmt. Weil das klar ist. Aber mit deinem Iman kannst du viel erreichen. وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد